Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound auf Pret2K. Wir wollen in dieser Folge uns nochmal runter teleportieren, denn wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Und wir können außerdem mal hier rüber noch gehen. Ja. Wenn wir schon da sind, gucken wir mal. Hier ist ein Baum. Wir müssen auf jeden Fall Kohle machen, damit wir wieder auf unseren Heimatplaneten zurückkommen. Später finden wir dann noch andere Sachen. Böse. Der nicht. Die da? Die ist schon. Ah, verflucht. Jetzt habe ich die geschlagen, die eigentlich freundlich sind. Ah, lass mich, lass mich. Okay. Wunderbar. Was wollte ich sagen? Es gibt später dann noch im späteren Spiel gibt es noch andere Fuel-Arten. Au! Nein, nicht. Nein. Komm schon. Lass mich. Die dann effektiver sind, was ich so gesehen habe. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Aber ich glaube, da müssen wir schon noch eine Zeit lang spielen, bis wir so weit kommen, um diese Fuel-Arten zu entdecken. Welche da ja logischerweise wären zum Beispiel, oder was heißt logischerweise, aber überrascht jetzt kein Plutonium, Uranium. Ja, das sind so dann die Sachen, die halt effektiver sind. Und vermutlich werden wir die dann ganz weit unten irgendwo finden, in Richtung Erdkern oder in Richtung Planetenkern. Entschuldigung, dieses Cola, ich muss echt aufhören, vor der Aufnahme Cola zu trinken. Das wird mir immer zum Verhängnis. Und hier ist eine Kiste. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ein Rotten Wacker, ein Crappy Hammer. Okay. Der macht auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Schaden. Nehmen wir mal mit. Und die Kiste nehmen wir auch mit. Gratis. Nehmen wir mit. So, den fetten Baum hier fällen wir noch. Alter, ist ja groß. Boah. So. Füße, da ist ein bisschen Eisenerz. Wunderbar. Das holen wir uns. Was? Nein. Nee, nee, nicht. Ich bin ganz freundlich. Okay. Ich habe nichts getan. Hier ist Kohle. Nehmen wir mit. Wunderbar. Da ist wieder böses Zeugs. Oh, wir müssen uns heilen vor dem nächsten Kampf. So, wie sieht es mit Futtern aus? Wir bräuchten mal wieder ein bisschen was zum Futtern. Wunderbar. Dann heilen wir uns nochmal. Und dann sind hier wieder böse Viecher. Wow, wow. Oh shit, oh shit, oh shit. Die sind böse. Die stürmen hier gleich mal so richtig böse an. Wunderbar. Aber kein Problem mehr mit unserer neuen Waffe, die auf jeden Fall wesentlich mehr Damage austeilt als die alte. So, ich bin hier einfach nur noch ein bisschen so auf der Suche, ob es hier nicht vielleicht noch irgendwas gibt. Da ist zum Beispiel eine Höhle. Da unten, da gucken wir mal rein. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, wir müssen ja jedes Mal 50 Fuel aufwenden, wenn wir innerhalb des gleichen Sonnensystems reisen. Wir scheinen hier schon wieder so rum. Und wenn wir dann schon mal hier sind, dann nutzen wir das so lange wie möglich aus, um so viele Ressourcen wie möglich zu finden. Denn ihr habt ja selbst gemerkt in den ersten Folgen, auf unserem Planeten ist nicht so viel, was wir brauchen können. Okay, wir müssen, da ist Gold. Da pflanzen wir doch gerade mal wieder eine Fackel her. Machen hier mal ein bisschen Platz. Ja, los, komm, 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 schlag mich, komm, komm, ja, komm, komm, lass mich mir mal anlegen, was, ja, komm. Beim Hunting Knife hast du keine Chance. So, das hast du jetzt von. Wenn du denkst. Oh, hier, Kiste! Mit einem Pulse Jump Blueprint. Unlocks a Pulse Jump Craft Schematic. Awesome. Und die Kiste nehmen wir auch mit. Die sieht nämlich groovy aus. Und guckt euch das mal an hier: Eisenerz, Golderz. Krass. Also, genau deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken nochmal runter auf den Planeten. Gucken uns da nochmal ein bisschen um. Weil hier gibt es wesentlich mehr Ressourcen als, wie gesagt, auf unserem Heimatplaneten, der mit Ressourcen ja etwas geizt. Aber hier an jeder Ecke Eisenerz, wunderbar. Und gerade Eisen brauchen wir jetzt im Early Game, damit wir uns anständige Rüstung bauen können, damit wir uns anständige Waffen und Werkzeuge auch basteln können, die uns dann weiter fortführen im Spiel. So.
Was mir zum Beispiel, was ich noch ansprechen wollte, ich habe es, glaube ich, in einem anderen Video schon mal erwähnt, das mit diesem Let's Play ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Man braucht ja immer diese Genehmigung von den Publishern und so weiter, dass man die Spiele verwenden darf und dass man dann auch Werbung schalten darf. Und da sind diese Indie-Entwickler sehr tolerant oder die sagen gleich von Anfang an, okay, komm, hier, benutzt, mach das Spiel, mach deine Let's Plays. Die schreiben das auf die Homepage, okay, wir erlauben es jedem, Let's Plays zu machen zum Spiel. Ihr dürft das Video und das Audiomaterial innerhalb dieser Let's Plays verwenden und ihr dürft eure Videos dann auch gerne monetarisieren. Ja. Die wissen nämlich, dass diese Let's Plays absolut geile Werbung sind. Mir ist natürlich auch klar, dass die großen Publisher teilweise Musiktitel und so weiter verwenden in ihren Spielen. Bestes Beispiel Viva oder ein Need for Speed, wo ja wirklich auch geile Soundtracks sind. Und dass diese Soundtracks dann natürlich unter die GEMA-Lizenz fallen, das ist, müsste eigentlich auch jedem klar sein. Aber man kann ja diese Musik ausblenden. Aber dass die Publisher da von Anfang an sagen, nee, ihr dürft unsere Spiele nicht, oder, ja gut, dass viele, ich darf jetzt nicht wieder alle unter einem Kamm scheren, dass viele Publisher dann sagen, okay, du darfst keines unserer Spiele Let's Playen, weil wir das immer so wollen, verstehe ich nicht. Ich meine, der Publisher kann ja sagen, okay, ihr könnt das Zeugs verwenden und ja, kann aber sein, dass es eben gesperrt wird, weil ihr halt, ja, wenn ihr die Ingame-Musik oder so verwendet, das ist aber dann euer Problem. Aber von Haus aus zu sagen, nee, ihr dürft unsere Spiele nicht Let's Playen, weil wir das nicht wollen, halte ich echt für ein bisschen Blödsinn. Ich frage mich, ob da in Zukunft noch was passieren wird, weil ich denke schon, dass das Let's Play noch größer wird. Um vor allem eben dieses Videomaterial eben auf YouTube auch zu zeigen. Wie gesagt, es ist ja eine ultra krasse Werbung. Ich meine, außer man hat jetzt wirklich so ein krass schlechtes Spiel gemacht. Ja. Naja, das ist so ein Thema für sich. Können wir gerne in den Kommentaren diskutieren, wenn ihr wollt. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. So, ich sage jetzt, wir holen uns jetzt hier noch dieses Silbererz und diese Kohle, die da noch rum liegt da unten. Dann beamen wir uns hoch aufs Raumschiff. Ich glaube, wir haben jetzt genug Kohle, um wieder zurück auf unseren Heimatplaneten zu fliegen. Und dann gucken wir mal, was wir aus den gewonnenen Ressourcen so machen können. Wir können ja auch unser Haus zum Beispiel vergrößern. Ich meine, wir haben jetzt ewig viele Kisten bekommen. Ich frage mich, ob man Signs machen kann, also Schilder. Ach, wie? Ich komme hier nicht durch. So. Aber wir gucken noch kurz hier runter. Los. Oh, ich bin schon wieder so gierig wie in Minecraft. Wisst, kennt ihr das? In Minecraft, dann ist man so ultra gierig und dann stirbt man. Wenn man das alles hat, was man wollte und sagt so, okay, das reicht jetzt, dann stirbt man auf dem Rückweg. Oh, da ist noch mehr Eisen jetzt. Leute, ich muss dieses Eisen jetzt mitnehmen. Da drüben noch mehr. Oh, wir müssen das mitnehmen. Das hilft einfach nichts. Ihr werdet es mir später danken, wenn wir nicht mehr stundenlang hier farmen müssen. Auf der Suche nach Eisenerz, weil wir bauen es jetzt ab. Jetzt haben wir es vor der Nase, deswegen nehmen wir es mit. Schubidubidum, schubidubidum. Wir können ja dann auf unserem Planeten, der ja ein Forest-Planet ist, nochmal etliche Bäume fällen und dann uns nochmal einen anderen Planeten angucken in einem der nächsten Let's Plays. Jetzt wird es ja aber auch gerade Nacht, deswegen sollten wir uns mal ein bisschen sputen. Hier nehmen wir noch die Kohle mit. Da unten ist noch, da rechts ist noch ein bisschen Gold und Kohle auch und Kupfer. Her damit. Alles meins. Sehr schön auch die Hintergründe. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute entwickeln in dieses Spiel. Muss ich mich gerade mal informieren, damit ich es euch demnächst mal erzählen kann. Ich meine, das ist ja auch alles so ein Riesenaufwand hier, sowas zu machen. Oh Gott, Leute, guckt euch das mal an. Oh,
Ist ja echt ein Traum. Gut, dann holen wir uns das Eisenerz da noch. Ich meine, wenn es schon hier so rumliegt, ne? Wieso nicht? Wir können auf jeden Fall jetzt dann, wenn wir zu Hause sind, bald, gleich, fliegen wir zurück, können wir auf jeden Fall jede Menge Sachen bauen. Ich freue mich schon, was uns dann alles so zur Verfügung steht. Da ist noch Gold, das nehmen wir auch mit. Ne, das ist nur Sand, okay. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Da ist auch noch Eisen. Und es wird kalt. Aber sogar eine Fackel wärmt uns. Vielleicht habt ihr das ja auch schon gemerkt. Oh, ich muss runter. Ich muss hier runter. Ne, da sind ganz viele Viecher. Da sterben wir nur. Wir beamen uns jetzt zurück auf unser Schiff. Mal schauen, ob wir jetzt schon genug Kohle haben, um unseren Vorrat aufzufüllen. 44, das heißt, wir brauchen 25. Ach komm, rein hier. Ja, 94 Fuel, sehr schön. Und ab dann auf den Stuhl und zurück. Ah ja, wir haben unser Zuhause noch gar nicht gesetzt. Wir machen hier Set Home. Go home. Hä? Hä? Geht nicht. Ach komm, wir fliegen jetzt hier hin. Wie? Geh nicht? Tü-tü? Wieso denn nicht? Hä? Wir haben doch genug. Och. Gut, dann müssen wir doch nochmal runter. Und uns ein Wooden Crafting Table machen. Inventory, Wooden Crafting Table. Wir setzen das einfach hier hin. Dann müssen wir uns hier ein Stone Furnace. Dazu brauchen wir erstmal ein Campfire. Craft. Okay. Dann können wir uns hier machen wir einen halben Stack Bäume rein. Und schmelzen den mal. Dann bekommen wir noch mal etwas Kohle. Mal schauen, ob es dann reicht. Derweil trinke ich mal kurz was. Lalalala. So. 16 Kohle sollten eigentlich ausreichend sein. Möchte ich jetzt mal vermuten. Beam me up, Scotty. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob es jetzt reicht. Kohle rein. Fuel. Jetzt haben wir schon wieder diesen Bug. 16, 6, nee doch, passt 36. Gut, ich will mich nicht beschweren. So, jetzt aber. Go. Wieso denn nicht? Go. Hä? Wieso? Wieso können wir dann jetzt nicht mehr zurück, bitte? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Go. Geht nicht. Können wir auf diesem Planeten hier? Das geht. Das kostet uns 5 oder so. 8. Aber wieso? Hä? Wieso können wir denn nicht zurückfliegen? Wo fliegen wir denn jetzt hin? Da war. Wir müssen doch nur. Das ist merkwürdig. Wir müssen doch nur einen Planeten weiterfliegen. Jetzt geht der hier in den Warp und fliegt sonst wohin. Nee, Leute. So nicht. So nicht. Ja, ich gucke mir nur gerade ein bisschen die Items an. Auf jeden Fall, wie viel... Oh, guckt euch mal hier. 143 Eisenerz. Sehr geil. 47 Kupfererz. 24 Silber. Wo ist das Gold? Hier unten. 14 Golderz. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir einen Planeten vom Mond zum Planeten gesprungen und haben dafür einen Lightjump machen müssen, oder was? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, wisst ihr, wieso es nicht funktioniert hat? Ich habe den Planeten nicht angewählt.
Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei diesem Eisplaneten. Wir gucken einfach mal runter. Ganz kurz, ne? Mal schauen, was uns hier so erwartet. Ja, seht ihr? Hier wird es uns echt sehr schnell kalt. Hier können wir uns auch gar nicht lange aufhalten. Aber schön. Ja, schön hier. Leute, wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal ein bisschen Schnee mit. Ich meine, wenn wir schon hier sind, ein bisschen Eis, Schnee. Wer weiß, wofür wir diese Blöcke noch brauchen können. New Blueprint available. Ach, wir haben was Neues entdeckt. Sehr schön. Machen wir schnell, bevor uns kalt wird. Wir können uns ja hier so eine Fackel, das bringt uns halt gar nichts, ja. Okay, hier nehmen wir noch das mit, was auch immer das hier ist. Eis, Slush. So, und jetzt beamen wir uns wieder hoch. Los, hoch. Beam me up, Scotty. Huhu, da sind schon kalt geworden. Oh, schnell. Huh, gut. So, ich glaube, ich weiß, wo der Fehler lag. Ich muss nämlich den Planeten ja auch noch auswählen. Das habe ich nicht gemacht. So, jetzt. Ha, gut. 50 Strom, sage ich schon. 50 Energie. Was ist denn das hier bitte? Text Selection. Weiß kein Mensch. 3D-Printer. Weiß kein Mensch. Ah, wir haben aber auch so einen Blueprint gefunden beim letzten Mal. Wenn ich den jetzt hier rechts klicke, bringt nichts. Ach, kann ich den vielleicht hier reinsetzen? Hier in diesen Tech. Vielleicht geht das ja. Nee. Was? Pulse Jump Blueprint. Unlock the Pulse Jump Crafting Schematik. Vielleicht mit einem 3D-Printer. Wer weiß. Inventory. Scan. Nee. Object scanned or destroyed. Ah, Moment. Kann ich hier vielleicht, wenn ich eine Stone Pickaxe reinmache, scan. Scan and print objects. Nö, das geht einfach nicht. Kann ich hier vielleicht so normale Rohstoffe reinsetzen? Eins. Scan. Nö, geht nicht. Na gut. Ich werde mich mal wikisieren. Mal schauen, was das bringt. Jetzt beamen wir uns erstmal runter, weil uns die Zeit schon wieder so knapp wird. Ach Mann, wie die Zeit hier im Flug vergeht. So, wir schmelzen dieses Erz. Du, guckt euch das mal an. Das gibt ja ungefähr dann so, ja, grob 70 Eisenbahnen. Ultra krass. Ultra krass. So, während das hier so vor sich hin schmilzt, kann ich ja mal meine Farm ein bisschen erweitern. Ah, da ist schon wieder so ein blödes Viech. Komm, geh halt mal weg. Ich glaube, ich baue mir hier so eine Mauer auch außenrum. Boah, der kommt hier voll auf mich zugesprungen. Sehr schön. Dann weg mit dem Gedöns hier. Bauen wir unsere Farm ein wenig aus. Lalalala. Sehr schön. Hintergrund weg. Und hier, wir können uns hier eigentlich so eine Steinmauer hinmachen. Ich glaube, das wäre recht eindrucksvoll. So eine riesige, so ein Stonewall. Oder aus Eis. Dann könnten wir die Mauer aus Game of Thrones nachbauen. So ganz eine fette Eismauer. Ich frage mich, ob das Eis schmilzt auf dem warmen Planeten. Können wir ja gleich mal probieren. Nachdem ich das hier begradigt habe. Und den Hintergrund machen wir auch noch kurz weg. Geht ja zügig. Dirt Block. 1000 Millionen Dirt Blocks. So. Weg damit. Ja, eigentlich wollte ich in dieser Folge schon neue Sachen craften, aber hier ist es halt wie in Minecraft und Terraria. Man entdeckt es immer wieder mal so kleine Sachen und dann kommt man da noch und dann, ach, hier ist noch was und dort ist noch was. Ah, Leute, ich glaube, das wird ein langes Let's Play. So, mal schauen, ob das Eisen fertig ist. Wunderbar. 71 Bahn hat uns das gebracht. Dann schmelzen wir hier noch das Kupfer weg. Und derweil probieren wir mal, was passiert, wenn wir hier auf einem warmen Planeten so ein Eis hinsetzen. Ob das schmilzt? Nö, das bleibt einfach da. Gut. Sehr schön. Ups. Trotzdem will ich hier so eine Steinwall hinbauen. Cobblestone, oder? Cobblestone, Magma Rock, Gravel Sandstone. Oh, nee, wir nehmen Dire Stone.
Wir dürfen halt... Oh nee, ach, das habe ich wieder vergessen, dass ich auch noch so einen Turm hinmachen muss. Hier baue ich mir was hin, damit wir hier quasi hochspringen können. Genau, dann können wir, wenn da so Gegner sind, hinballern. Ich habe nur leider jetzt vergessen. Geh weg. Ich muss das ja wieder abreißen, damit ich eine Tür hinbauen kann. Ah. Ach, wir sind schon wieder über der Zeit. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, hier, los, weg noch mit dem Zeugs. Ich höre schon wieder komische Viecher. Das gefällt mir gar nicht. So eins höher noch, glaube ich. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut. Dann bauen wir das hier nochmal in den Hintergrund. Wo ist denn hier Direstone? Hintergrund, Hintergrund, Hintergrund. Wunderbar. So, dann gucken wir mal. Das sollte schon fertig sein. Wunderbar. Die Kupferbahn zu denen dazu. Dann haben wir hier noch Silber. Das ergibt 12 Silber nochmal. Und wir haben jetzt hier auch so Öllaternen bekommen. Das trifft sich gut. Wir craften uns vorher noch so ein... Warte mal. Können wir uns hier vielleicht dann auch so ein Iron Gate machen? Nee. Schade. Aber vielleicht hier an der Workbench. Iron Door. Ich möchte aber so ein Gate. Gut, dann gibt es halt ein Wooden Gate. Planks brauchen wir auch mal wieder. Jetzt bauen wir uns hier nämlich so ein... Ach, das ist nur so ein kleines oder wie? Ach, das ist so ein Gartentor. Ach lol, ich dachte, das wäre hier so ein... Wisst ihr, was ich meine? So ein Burgtor. Ach, blöd. Ach komm, wir sind da jetzt mal nicht sparsam. Ups. Ist ja schließlich unser Verteidigungswall. Der muss ja ausreichend stark sein. Wo ist denn jetzt diese Iron Door hin? Habe ich doch gerade Wooden Gate? Habe ich doch gerade gecraftet. Hä? Ich habe doch gerade... Habe ich nicht? Habe ich doch, oder? Craft. Iron Door 1. Hier ist es. Wo ist das andere? Habe ich nicht auf Craften geklickt oder wie? Awesome. Sehr schön. Und damit das Ganze auch hübsch aussieht. Nee, nicht so, sondern eine Öllampe. Okay, das klappt nicht. Da müssten wir eine Wood-Plattform machen. Craft. Okay. Wo ist die jetzt? Die Wood-Plattform hier. Gut, und jetzt können wir hier normalerweise diese Lampe ranhängen, oder? Aber draufstellen können wir sie. Besser wie gar nichts. Sehr schön, Leute. Es nimmt alles Gestalt an. Ich bin echt zufrieden. Jetzt schmelzen wir hier noch dieses Gold. Und in der nächsten Folge bauen wir uns dann mal ein bisschen was. Mit den Materialien, die wir auf diesem lustigen Planeten gefunden haben. Ihr dürft gespannt sein, was uns noch so alles erwartet hier in Starbound. Ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Abenteuer hier auf Bread2K. Bis dahin, macht's gut.